Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister! Der Underdog schlägt den Favoriten. Doch wie war das möglich? Lag es am Fritz-Walter-Wetter, Traubenzucker, einem genialen Zeugwart, Taktikfuchs Herr Perberger oder war es doch einfach das Wunder von Bern? Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Da! 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 Diese Worte von Herbert Zimmermann kennt so ziemlich jeder. Wahrscheinlich der berühmteste Kommentar und das bekannteste Fußballspiel ever aller Zeiten, zumindest in Deutschland. Deutschland wird 1954 zum ersten Mal Fußballweltmeister in Bern in der Schweiz. Und warum? Vielleicht, weil es an diesem Tag schüttet und wie. Vor dem Spiel checkt Bundestrainer Herberger den Rasen und sagt, Fritz, ihr Wetter. Und der soll geantwortet haben, Chef, ich habe nichts dagegen. Doch warum war es dem Fritz sein Wetter? Was machte den Kapitän der Nationalmannschaft und des 1. FC Kaiserslautern im Regen so gut? Der Fritz ist eine Ikone. Er ist sicherlich, sagen wir mal, der wichtigste Spieler dieses Jahrhunderts. Bis heute ist es so, wenn es regnet, feiern die Fans des 1. FC Kaiserslautern und halten alles für möglich. Aber klar, der Mann war auch im Trocknen richtig gut. Fritz Walter war ein super Kicker. Technisch stark, torgefährlich, mannschaftsdienlich, dutzendfach geehrt. Jahrhundertfußballer, Ehrenspielführer der Nationalmannschaft, international gefragt. Atletico Madrid bot damals unglaubliche 150.000 Mark für ihn. Fritz Walter wollte aber lieber in der schönen Pfalz bleiben. Vielleicht regnete es ihm in Spanien zu wenig? Die Frage bleibt, warum war Fritz im Regen am besten? Das war nicht immer so. Für den jungen Fritz Walter spielte das Wetter noch keine Rolle. Da wurde gespielt, bis die Fetzen fliegen. So ich konnte ja nicht immer drauf sein, wissen Sie, und aufpassen. Ne? Ja. Und viele, viele Schuhe kaputt gemacht. Viele Jahre später, während des Zweiten Weltkrieges, musste auch Fritz Walter an die Front. Auf Sardinien wird er krank, Malaria. Malaria, genau, die Krankheit ausgelöst durch einen Mückenstich. Mit etwa 200 Millionen Erkrankten pro Jahr bis heute die häufigste Infektionskrankheit der Welt. Die Symptome? Schubweise hohes Fieber, Schüttelfrost, Krämpfe, Schwindel. Fritz Walter also hatte sich im Zweiten Weltkrieg mit Malaria angesteckt. Deshalb fällt es ihm besonders schwer, bei großer Hitze auf dem Platz zu stehen. Und deswegen spielt Walter am liebsten im Regen. Während der WM 1954 in der Schweiz aber ist super Sommerwetter. Also eher schlecht für den Fritz. Bestes Wetter auch beim ersten Spiel der Deutschen gegen Ungarn. Denn schon in der Vorrunde muss die Herberger-Elf gegen die damals beste Mannschaft der Welt ran. Ein Debakel, 3:8, das bittere Ergebnis aus deutscher Sicht. Diese klare Niederlage aber liegt dann doch eher weniger am Wetter. Herberger sieht schon vor Anpfiff keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Will Kräfte schonen, lässt 5 Stammspieler draußen. Und dafür bekommt er richtig üble Fanpost. Heute würde man wahrscheinlich sagen Shitstorm. Wenn der Trainer einer Nationalmannschaft nicht weiß, was er in solchen Fällen dem Sportpublikum vorzusetzen hat, dann soll er sich besser einen Strick haufen und sich am nächsten Baum aufhängen. Diese Briefe liest der Bundestrainer seiner Mannschaft vor, macht sie so richtig heiß. Motivation pur. Vielleicht ist Deutschland deshalb Weltmeister geworden. Kann sein, muss aber nicht. Die Legende sagt, es lag an der Geschlossenheit der Mannschaft. Das waren echte 11 Freunde, eine eingeschworene Truppe also, die zumindest aus heutiger Sicht seltsam anmutende Rituale hatte. Wenn einer zu spät gekommen ist oder er hat sich was zur Schulter kommen gelassen, dann hat es halt einen reinen Geist gegeben. Und dann sind die Hose runtergenommen worden und dann durfte jeder mal schön draufschlagen. Rituale hatten auch die Ungarn, wie der deutsche Mannschaftsarzt damals beobachten konnte. Und die rauchten alle. Da habe ich zum Fritz Walter gesagt, Fritz, Mensch, sieh dir das mal an, die rauchen. Dann habe ich zum Fritz gesagt, wenn wir die Halbzeit schaffen, dann gewinnen wir das Spiel. Rauchende Ungarn oder doch der deutsche Zusammenhalt? Nichts von beiden. Ein böses Foul soll der Schlüssel zum WM-Titel gewesen sein. Auch diese These gibt es. Im Vorrundenspiel gegen Ungarn senzt Liebrich den Superstar des Turniers Puskás böse um. Der kann nicht weiterspielen, bis zum Finale nicht einmal trainieren. Der große Puskás sieht, wie Deutschland sich ins Finale zaubert und immer besser wird. Vielleicht wurde damals schon der Mythos der Turniermannschaft geboren. Und dann ist es soweit. Deutschland im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder. Im Endspiel ist Ungarns Superstar Puskás zwar wieder dabei, aber weder fit noch in Form. Trotzdem läuft für sein Team zu Beginn alles nach Plan.
Was wir befürchtet haben, das ist eingetreten. Ungarn schießt nach 6 Spielminuten durch Puskás den Spielführer das 1:0. Ungarn geht früh in Führung, schießt in der 6. und 8. Minute die Tore zum 1:0 und 2:0. Die deutsche Mannschaft aber findet schnell zurück ins Spiel. Gleich in der 10. und in der 18. Minute aus, dann ist Halbzeitpause und danach wird's entscheidend. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Da! Denn, wie schon gesagt, an diesem 4. Juli 1954 hatte es geregnet. Das Wetter und der nasse Rasen spielten zwei Akteuren besonders gut in die Karten. Fritz Walter und einem gewissen Adi Dassler. Dassler, Gründer der Weltmarke Adidas, war Zeugwart der deutschen Mannschaft, Schuhmacher und ein genialer Kopf. Sein Erfindergeist könnte der Schlüssel zum Erfolg gewesen sein. Warum? Dazu gleich mehr. Zunächst zu den Ungarn und deren ganz eigener Erklärung für die überraschende Finalpleite. Die Ungarn waren bis zu diesem Spiel sagenhafte 4 Jahre ungeschlagen. Dieses Wunder von Bern, das konnte nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Der Verdacht, die Deutschen seien gedopt gewesen. Superstar Puskás sprach das offen an. Jahre später nahm Puskás diesen Dopingvorwurf zurück, aber einmal in der Welt hält sich die Geschichte bis heute. Es ist etwas schwierig, denn es war so, dass Rahn von einer Südamerika-Reise zurückkam und erzählte, dass die Brasilianer alle Medikamente bekommen hätten vor dem Spiel. Und so hieß es dann bei uns in der Mannschaft, ja, können wir sowas denn nicht auch machen? Das wurde diskutiert. Und dann sind wir auf den Dreh gekommen, einen Vitamin C den Spielern zu geben. Das haben sie auch bekommen. Vitamin C, sonst nichts. Tatsächlich gibt es Historiker, die es für möglich halten, dass den Helden von Bern Pervitin, ein Methamphetamin, gespritzt worden sei. Ein Mittel, das im Zweiten Weltkrieg massenhaft Soldaten verabreicht wurde. Es hält wach, enthemmt, macht euphorisch und hat eine enorme leistungssteigernde Wirkung. Nach dem Wunder von Bern erkrankten gleich mehrere Spieler des deutschen Teams an einer Hepatitis und litten unter Gelbsucht. Darunter Fritz und Ottmar Walter, Helmut Rahn und Max Morlock. Ersatzmann Richard Herrmann vom FSV Frankfurt starb mit nur 39 Jahren an den Folgen der Hepatitis. Diese Erkrankung ist kein Merkmal für Doping, könnte aber Hinweis darauf sein, dass Spritzen mehrmals verwendet und nicht ausreichend desinfiziert wurden. Fest steht also, dass mehrere deutsche Spieler in der Schweiz gespritzt wurden. Es könnte Pervitin gewesen sein, vielleicht aber war es auch einfach nur Traubenzucker. Im Zweifel für den Angeklagten und deswegen zurück zu unserer Ausgangsfrage, wie konnte dieser Coup damals gelingen? Vielleicht haben die hier den Unterschied gemacht. Ist Deutschland deshalb 1954 Weltmeister geworden? Stollen, die man reinschrauben kann? Solche Schraubstollen sind eine deutsche Erfindung, so viel steht fest. Aber wer hat sie erfunden? War es Adi Dassler, Gründer von Adidas? Oder dessen Bruder Rudolf Dassler, Gründer von Puma? Weder noch, sagt das deutsche Patent- und Markenamt, und die sollten es wissen. Tatsächlich meldete bereits vor 70 Jahren, am 30. August 1949, ein gewisser Alexander Salott aus Blumenthal bei Bremen ein Patent auf Fußballstiefel mit auswechselbaren Gleitschutzstollen an. Adidas und Puma aber waren es, die die Idee mit auswechselbaren Stollen zur Serienreife brachten. Zur Saison 1952-53 wurden Schraubstollenschuhe von Puma erstmals auf dem Spielfeld eingesetzt. Im Mai 1954 trugen diese im Endspiel um die deutsche Meisterschaft gleich 8 Spieler von Hannover 96. Hannover gewann 5:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern mit seinen späteren 5 Weltmeistern um Fritz Walter. Es war auch das Spiel Puma gegen Adidas. Und Puma war also der klare Sieger. Wenige Wochen später aber kam die WM. Und für diese WM hatte Adi Dassler einen revolutionären Schuh entwickelt. Einen Schuh, der den Wettbewerb der konkurrierenden Firmen Puma und Adidas entscheidend verändern sollte. Zugunsten von Adi Dassler und seiner Marke Adidas. Bis zu diesem Sommer 1954 hatten Fußballspieler meist hohe, schwere Arbeitsstiefel getragen. Adi Dassler dagegen hatte einen leichten Fußballschuh mit einer weichen Vorderkappe und einem niedrigen Schaftschnitt entwickelt. In diesem Schuh wurden Schraubstollen eingesetzt. Beides, Material und Schraubstollen, waren zwei wesentliche Faktoren für den sensationellen Finalsieg gegen die Ungarn. Während die durch den Dauerregen aufgeweichten schweren Schuhe der Ungarn ihr Gewicht auf bis zu 1,5 Kilogramm verdoppelten, brachten es die Adidas-Schuhe lediglich auf 700 Gramm.
Die Deutschen konnten in der Halbzeitpause auf den Dauerregen reagieren, ihre Schraubstollen wechseln, die Sohle also dem durchnässten Rasen anpassen. Die Ungarn konnten das nicht. Die Deutschen also leichtfüßiger und dank der Schraubstollen auch stabiler als die Übermannschaft aus Ungarn. Der Gewinn der Fußball-WM 1954 also doch ein Sieg dank Fritz-Walter-Wetter, vor allem aber dank deutscher Ingenieurstechnik. Apropos Technik, hätte es 1954 schon den Videobeweis gegeben? Das Endspiel hätte auch anders ausgehen können. In der 84. Minute flankt Hans Schäfer beim Stand von 2:2 von links. Der entscheidende Pass zum Siegtor von Rahn. Zuvor holt sich Schäfer den Ball persönlich ab. Er dribbelt jetzt am linken Flügel, wird von Schäfer gefoult, aber Ling lässt weiter spielen, Schäfer flankt. Grenzwertige Aktion, die manch ein Schiedsrichter sicher auch anders bewertet hätte, aber hätte, wäre, könnte. Am Ende zählt nur auf dem Platz und somit bleibt es dabei, es war eine großartige Leistung einer großartigen Mannschaft. Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern. Sport erklärt, komplexe Themen aus der Welt des Sports. Weitere Folgen findet ihr hier, klickt euch einfach rein und wir freuen uns noch, wenn ihr uns ein Abo dalasst.